Hallo, Retro Retro, eine neue Folge. Ich bin auch dabei. Ja, wie immer, ich bin klar, ich bin Transcendent. Okay. Das ist euer Milzi von MML Production. Und ich, Retox. Patrick von Retox. Ja, Patrick Aqua Retox. Und heute machen wir Nintendo 64 Block starten hier. Ja. Wir fangen an mit dem Klassiker. F-Zero X. Jawohl. 1998, ja, ist wird schon 20 Jahre alt. Da bin ich gespannt. So. So, was willst du machen jetzt? Wir machen erstmal den Grand Prix. Grand Prix, oh. Grand Prix de la Chanson. Oder dieser große Preis. Also wenn er schon 10 des X, wenn er schon eine Aufnahme gemacht, die Webcam ist nicht gegangen. Ja. Aber egal, das müssen wir ja nicht wissen. Jetzt hat du es kurz googeln, glaube ich. Das war schon. Das kriegen wir ja gar nicht mehr mit. Nee, das kriegt er auch gar nicht. Also das Spiel, wie gesagt, Nintendo 64. Ja. F-Zero hat es auch gegeben für Super Nintendo, das war F-Zero, da hat es angefangen. Ein futuristischer Racer mit Zukunftsautos, mit schwebenden Autos, mit unglaublicher Geschwindigkeit. Ja, wenn ich gucke, grafisch sieht es heute immer noch aus, super top aus, das ist ein gut gealtertes Spiel. Ja, er wird 20 Jahre dieses Spiel. Richtig. Und dann gab es auch Nintendo 64, was wir jetzt spielen, F-Zero X. Und dann gab es auf dem Gamecube, was auch noch genial war, F-Zero GX. Da gab es noch ein paar Ableger auf dem Game Boy Advance. Die sind aber auch Chibi Legends, glaube ich, noch gehalten. Und dann war noch eins, was richtig gut war, wo selber der eigene Strecke gebaut wird. Okay. Und die waren auch gut. Aber der sieht gut aus, dieses Spiel. Immer noch. Also was damals gerade die Sensation war, dass das Spiel 30 Elemente, also das sind dann die Gegner, Autos, ja, die Gegner, ja. Und mein Auto, Grafik, war gut her. Jetzt kriegt er Probleme. Vorhin war ich besser, ja, Erklärung und Spiel ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja. Vorhin war ich besser. Ja gut, ich weiß nicht, ob das dann Einstellungen hat auch bestimmt jetzt drauf. Das ist alles noch schön. Weil ich glaube, du warst mehr im... Ja, aber jetzt, wo wir stehen geblieben sind, du... Ja, eigentlich spiele ich auf easy, aber ich muss nicht so gar kein Problem. Ja. Oh! Treffer! Ja, die gelbe Pfeile sind Boost. Das ist Energie, die brauche ich ja noch nicht. Ja gut, Energie war voll. Aber wie gesagt, das war damals so gerade eine Sensation. Das Spiel und das Szenario und alles zur gleichen Zeit, in Echtzeit, projiziert auf dem Bildschirm 30 und dann noch die Strecke und so schnell. Na, warte ich mit 60 Frames beim 64. Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Das Spiel mit 60 Frames, glaube ich. Wenn man da irgendeinen Grafik hört bei euch in den Kommentaren, bei uns. Oder du, Paradox. Ich glaube, das war in 30. Aber das Spiel ist so richtig schnell, was wir sehen in der KMH-Anzeige. Also. Das ist wie ein Flugzeug. Fahre du und Schaltgeschwindigkeit. Zukunftsstätte. Mann! So heute sind wir eigentlich in der Zukunft. Paradox geht es überhaupt. Nee, sind wir auch nicht in der Zukunft. Das Spiel spielen wir in der Zukunft. Ja gut, aber. Und die Folge ist weg. Das Spiel ist schon 20 Jahre alt jetzt. Ja. Da haben wir das Geld auch ein bisschen konzentrieren und schon funktioniert ja, das. Ja. Und schon sind wir erster Platz. Und jetzt die zweite große Preis. Das zweite Rennen. Rennen. Der Papa ist zweiter, der Optimon. James McCloud, aber die müssen wir ja schon alle freischalten. Das heißt, wir müssen ja, alle Cups machen, alle Schwierigkeitsgrade und alle Pokale gewinnen. Endpokale haben wir gewonnen. Ja. Aber ich mach's trotzdem nochmal easy, weil ich mich kann ich da nicht erklären und spielen, weil es ist schwierig. Ja, was sollst du von dem Spiel? Ja, kannst fein. Super Spiel. Ganz fein. Ja.
Warte, du spielst schon auch ein Spiel bei dir auf dem Ja. Need for Speed, MotoGP. Ja. Und das kommt auch an, weil Need for Speed jetzt auch ab Nacht gelungen. Rally hast du gemacht. Also jetzt habe ich auch eine Need for Speed fertig. Der Underground 2. Lange Projekt. Probier. 85 Steine. Probier doch Gran Turismo. Gran Turismo 2 für PlayStation. Ja, ich hab's auch eine kleine Let's Play gemacht. Ich muss auch weiter. Das wird mich interessieren, weil ich besser mit Need for Speed. Ja, aber gut, ich mach für den Moment Need for Speed noch weiter. Und ich bin voll für Need for Speed. Es gibt auch welche, die sind auch freut, so wie ich. So, er ist immer Erste! Also easy. Und noch ein paar schwere Spiele. Nacht, das ist immer sehr, sehr sauber. Logo. Was ist das hier rum? Ist das ein Planet oder wie? Ah, jetzt spielt alles auf Planet, der Planet. Ist Silence, also Stille. Wer ist der Planet? Das erste war Mute City. Okay. Jody Summer, immer in Führung. Genau, ich bin die Jody Summer. Wie gesagt, das Auto, das ist ja mit dem Kurztunnel. Da müssen wir bitte. Ein bisschen Grip machen. Ein bisschen Grip. Machen wir ein bisschen Grip. Das ist besser um die Kurve rum. Jetzt kommt Sand Ocean, jetzt sind wir in der Wüste. Also das Auto, warum ich das wähle, Jody Summer, das ist für Anfänger, wo das Spiel und zum ersten Mal spielen, das beste Auto zum Steuern, weil jedes Auto steuert sich anders. Das Ende mehr Geschwindigkeit und aber doch hier die Balance und die Lust des schwerer Steuern, die schwerer Kurve. Die Jody Summer da, wo ich jetzt bin. Mhm. Die Jody Summer, die man kriegt zu steuern. Die hat gute Speed, gute Bodenhaftung, die kriegt nicht zu schnell aus. Wow, das geht schnell, mein Liebe! Das ist so scheiß gut. Wow. Funktioniert. Wow, das war aber... Ja, das Spiel geht schon ab, ne? Das ist schon richtig schnell her. Wir müssen euch nur diese... mit der Augen diese Schnellkugel da. Und gute Reflexe. Mit 60, 70 Jahren kann man das Spiel vielleicht nicht spielen. Oh, der zweite, der war drückt, ne? Ja, da will aber erst mal gehen. Ja, natürlich, weil der kriegt auch mehr Punkte, weil... Aber ich bin der WNC. Also in der nächsten Ding erkläre ich eben, was die ganze Anzeige da oben bedeutet, dass wir das wissen. Ja, stimmt. Das tut man auch erklären. Ja, aber... Wie viel Punkte hast du? Oh, jetzt... Man kriegt immer 100 Punkte. Ah, der Baba ist aber mit... Der Baba, der Black Shadow. Und ja, aber noch alle... Captain Falcon, der Stab und... Captain Falcon? Blood Falcon war das. Captain Falcon ist 15. Nein. Oh, Luftpumpe! Eigentlich Captain Falcon ist ja der Star von dem Spiel. Ja, hab ich schon. Devil's Forest, Corkscrew. Green Corkzieher. Ja. Da brauche ich aber auch ein bisschen mehr Grip. Bisschen mehr Grip, okay. Mehr Grip! So, was wir da oben sehen, erstmal ist rot mehr Energie. Also in der ersten Runde hat man noch keinen Boost, da kann man noch normal fahren. Und in der zweiten Runde... schwierig. In der zweiten Runde wechselt dann das Rote in Grün. Und das Grüne ist dann, kann ich Boost geben. Und wenn ich aber Boost gebe, verbraucht es auch Energie. Das heißt, du kannst jetzt nicht die ganze Zeit durchweg Boost geben, Boost, dann holst du dann keine Energie mehr. Das da, die lila Dinger, wo ich eben durchgefahren bin, gibt wieder mal Energie zurück. Das war's schon. Die gelbe Pfeile geben auch Boost zusätzlich dazu. Sehen wir. Turbo-Pfeile aber. Das war's. Das ist das Spielprinzip.
Und wie ich kann das sehen. Ja, erkläre und spiele. Aber wie ich habe das gesehen, jetzt ist Rival, das ist der zweite in die Gesamtwertung mit dir, oder? Wie? Ja, das war gestanden Rival. Die Rival. Hast du nicht gesehen? Also der Rival. Ja. Ja, das ist der Papa. Ja, der zweite ist in die Gesamtwertung. Genau, der Papa. Wenn der hinter mir ist. Er muss auch hinter dir bleiben, ey. Er muss Erster sein, oder? Er kann ja auch nicht sagen, ich lasse die Rivale vor mir. Ja, weil das gibt Crash jetzt. Aber die anderen, die sind viel langsamer als deine, oder? Ja, es ist voll nicht ein Beispiel. Also, PC spielen. Also, ich glaube nicht, jetzt dass ich höhere Schwierigkeitsgrad spiele werde, kann ich nicht so kommentieren. Ja, ja. Und spielen. Der Welt muss ich mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Da können wir die Musik nehmen. Ich ein bisschen Headbanging machen. Ja. Metalmusik. Genau, was man noch sehr loben kann in dem Spiel ist die geniale Musik, die Metalmusik, wo die um die Ohren fliegen, fetzen. Geile Gitarre-Solo, Gitarrenriss. Oh, du hast die Pfeile vergessen. Wo ist der Rival? Ah, der Rival, der ist weit weg, oder? Schnell schon. Wow! Ja, der Malheur hat mich auch blockiert. So, easy. Erster wieder. Ich werde halt immer schwieriger. Applaus! Johnny Sommer! Look, der Stuart ist jetzt Zweiter. Ja. Der Papa, der ist ganz schlecht. Oh, 20. Ja. Der hat bestimmt gecrashed. Ah, und der Black Shadow jetzt ist Zweite. Genau, Black Shadow. Aber ja, du hast 37 genug Punktvorsprung. Er muss zweimal verloren. Jetzt kommt Big Blue. Big Blue fahre ich jetzt auf Emperor. Mhm. Sowieso mit Strand, oder? Durch keinen Strand, nur Wasser. Ja, gebaut. So ja, und was ich früher mal gern gemacht hätte, wo ich das Spiel gespielt hätte, als Lego, habe ich mir dann so Modelle gebaut und F-Zero X und habe es dann auch gespielt. Und bei Big Blue finde ich die Musik am besten. Mhm. Ohrbahn. Boah, das habe ich auch nicht gesehen. Also, liebe Nintendo-Freunde, die sehen das Video eh nicht. Das ist die Sperrspur, so fahre ich immer. Ja, er hat ein Programm zu einkündigen. Vielleicht. Wie Programm? Ne, ich würde sagen, Nintendo Switch soll wieder ein neues F-Zero kommen. Doch, du hast gesagt, du wolltest noch ein Programm sagen. Das mache ich zum Schluss. Ah, du bist halt zum Schluss noch. Weil wir haben noch viele Sachen vor mit Nintendo. Nintendo 64. Ja, aber jetzt gerade. Sehe ich aber am Anfang schon gesagt, dass man Nintendo 64. Jetzt gerade, du bist noch 4 Folgen machen. Naja, aber. Oh! Die F-Zero X machen wir auch. Und dann kommt Castlevania 64 machen wir. Ja, so ist die Programm jetzt. Und dann machen wir Star Fox 64. Bei uns als Lilith Wars Käse. Weil dann zum Schluss, und auch einer in die Kommentare geschrieben, muss man einfach auch bedanken. Ja. Wirklich klasse Kommentare, dass ihr so das Retro aufliegen. Retro ist genial, jetzt bin ich sperrt hier wieder. Und weil ihr das alles lieben, sagen wir mal richtig danke. Auch beim Retro Retox dieser super Kommentare. Jetzt aktuell beim letzten C64
was machen wir noch? Wir machen noch einen C64-Block. Wir haben jetzt auch so, genau geschrieben, so zwei, drei Spiele, die wir mal ausprobieren. Ob die auch gut sind. Ja. Und die wir noch mal präsentieren. Und wie gesagt, einer in den Kommentaren hat auch geschrieben, da will C. Ocarina of Time, das mag, das machen wir auch noch. Das zeigt. Ja, das ist seine Lieblingsspiel, richtig, von Nintendo 64. Das ist ja auch genau der Zero X, das kann man wirklich auch sehr ans Herz legen. Ja. Spiel und sieht immer noch gut aus, macht immer noch. Das wird kompliziert. Aber es ist der Streck, da kommst du nicht so gut dabei. Zur Konzentration ist. Ja, ich komme auch hier jetzt. Okay, das geht gut. 29, oh, ein ist weggeflogen. Oh. Jetzt hat der Booster. Okay. Achtung, 21, 20. Platz. Wow. Ah, die Kuh ist wirklich Amme. Wow, wow, wow. Und es geht immer noch schneller. 18. Platz, jawohl, jawohl. Und da fliegen wir. Jawohl. Achtung, Brems. Ah, das gibt keine Bremse. Oh. Der Brems verliert. Final Lap. Letzte Runde. Ole, ole. Es gibt immer eine Freirunde. Ja, ja, aber guck mal, dass es nicht so kaputt geht. 9. Platz, 10. Oh, überhol. Mensch, Mensch, Mensch. Weiß nicht, wie der LR ist. Ja, keine Ahnung. 10. Platz. Oh, das wird kritisch, das wird kritisch. Aber normal dürft das auch lang mit die Weltmeisterschaft tun. Punkt. Oh, 8. Platz, oh, 7. 4. am Ende. Oh. Da muss man Dom hoch geben. Ja, ehrlich. Das ist halt die schwierige Strecke. Ja. Dom hoch für den Milzi. Er hat noch das bestanden. Oh, der Black. Mein Lieber, der hat auch eine reingelegt für seine Gegner. So, Grand Prix haben wir gebracht. Jawohl. So, dann hoffe ich noch ein bisschen Rekord fahren. Ja. Kann ich noch Echtstreck zeigen? Dann machen wir Silence. Mal gucken, wenn ich schon Aufnahmen gemacht habe, haben wir jetzt schon Rekorde drin. Oder was, wenn. Ja, 1.16 ist bei Silence. Ja, nee, der ist schon so. Rekord ist auch noch dran, wenn ich schon fahre. Das sind die Zeiten, wo wir jetzt vom Krieg fahren. Okay. Ja, die Gesamtzeit, okay. Ja. Wenn ihr die schwarze Balken gesehen, aber jetzt können wir eine Moos haben. Nintendo 64 Block F-Series angefangen, dann kommt Castlevania 64. Ja. Dann kommt dann Star Fox 64, bei uns leidet kurz in Europa Käse. Okay. Und zum Schluss Ocarina of Time. Okay. Dann wissen Sie, wir haben noch. Und dann machen wir nochmal C64 Folge, machen wir spezial. Okay. Im Sommer irgendwann machen wir mal in Karlsruhe, gibt es bei uns ein Arcade-Museum, ein Arcade-Automat von früher, ein Flipper. Ja. Indiana Jones Flipper steht da und sind wir auch dabei. Und Terminator 2. Das war ein liebes Mädchen, als sie Hallo gesagt. Ja, das bin doch ich, das war doch die Jodie Sommer. Ah! Jetzt Achtung! Jetzt kommt mein Rekord April. Jetzt muss ich, wenn ich Rekorde fahre. Ja. Kannst du überhaupt sehen? Ich kann nur mit der Rekorderbrille Rekorde fahren. Okay, mal sehen. Silence. Weißt du? Silence. Das ist die schnellste Strecke. Eigentlich müsste ich es mal mit dem probieren. Aber da sehen wir hier, sind ja die Zeichen Body E, Body heißt die Grip. Die Grip? Ja, Grip ist ohne. Also Body ist, dass er ausschert, Grip. Mhm. Das wurde Klebe bleibt, aber Boost wird auf A. Das heißt, das ist sehr schnell. Was ist mit dem anderen? Dem, ja, diese? Ja, durchschaut alles. Ah, der hat Grippe. Ah, der hat viel Grippe. Deswegen ist das für Anfänger richtig gutes Auto. Okay, aber die andere. Das Auto ist. Kann man nicht empfehlen. Nee, das ist schon fad. Das ist noch schwerer zu steuern. Und der Captain Falcon, ja, das hat auch eigentlich gute Stats.
Wie gesagt, aber mit der Wildcat komme ich am besten klar. Okay. What Cat? Das ist ja die Jodie Summer. Ja, nee, die White Kid ist die... Das Auto, das okay. Hier ist Jodie Summer. Ja. Okay, weg von der Brille an. 1:12 ist die Zeit. Das könnte ich machen nach Klasse, das wird immer richtig gut. Oh, schön Fehler gemacht. Ja, viel Geld auf Pfeile verpasst. Muss am Anfang alle gelbe Pfeile habe ich. Okay. Und die Planung um Erd. Ah, oh. Ich glaube, die Brille hilft nicht so ganz. Auch die muss helfen. Ich werde mit dir, wenn man wieder irgendwann mal dann den Rekord macht, dann los. Jawohl. Oh, alle gelbe Pfeile. So ist richtig, die Boost-Pfeile, die machen Pfeile. Nicht anhalten. Nicht anhalten. Das gibt es nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Das ist mal zu langsam, die erste Runde. Gut, vielleicht mit einem Boost jetzt. Wieder alle gelben Pfeile. Ah, jetzt einer zugenommen. 2, 3, okay. Nicht alle wieder. Das geht aber schnell. 1000, fast 1300. Ah, der war schnell, diese Runde. Ja, ganz schön alles schäfen von vorne. Nee, ich glaube auch nicht. Ich bin dann viel zu viel Geld und voll vorbei. Oder vielleicht? 11:13, oh nee. Das war nicht so ein Rekord. Grotenschlechte Zeit. Ja, nochmal, du sollst an die Tritt auch 21 sogar machen. Oh. Nee, jetzt habe ich mir noch einen Lieblingsstrick von mir. Ja. Hat da immer keinen Rekord gebracht. Fail. Fail. Sektor ist. Zwei Loopings. Double. Summer. Yeah. Scheint auch kompliziert zu sein, oder? Sektor S. Oder Beta. Ist das S oder Scheiße? Staffel S ist das. Oder Beta. Nee, ich glaube Staffel S. Alpha, Beta, Gamma, weil es gibt Sektor A. das ist Beta. Es gibt nämlich Sektor Alpha, Sektor Gamma. So, zu Ball. So muss ich jetzt passen, da kann ich mir nicht am Rand. Jetzt bin ich keine Abgrenzung, da kann ich nur nach vorne. Und da gibt es schöne Loopings. Ja. Ich mal eben einen Streck, hier würde ich mal gerne fahren. Ist auch ein sehr guter Streck. Sieht auch sehr futuristisch aus. Wieder auch futuristisch gespielt. Ja. Warum habe ich dich angesteckt? Nee. Bin mir nicht ein bisschen erkältet. Oh, bei ihr. Nee, ich hab nicht was. Im Hals. Also. Wenn der nächste Sonntag in der nächsten Retro-Retro-Folge dabei ist. Oh no, ich bin dabei, ich bin dabei, immer dabei. Herr Patrick, gut, ich bin dabei. Ja, weil das ist jetzt kein Rekord davor. Ich wollte einfach nur euch die Strecke zeigen. Schöne Strecke, das war auch viel. Abgestürzt. Abgestürzt! Oh, das sind das haben wir gesehen, wie das aussieht. Er war sehr schön. Weil er Hauptrekord der Brille nicht geht. Weil wir müssen jetzt auch aufhören, das Video ist jetzt bald zu Ende. Ja. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben. Ich auch. Ich hoffe, dass das euch gefallen. Schreibt mir da was in die Kommentare. Yeah, geil. Retro, Nintendo 64. Nächsten Sonntag geht's weiter wieder mit Nintendo 64. Ja. Machen wir entweder Castlevania 64 oder Star Fox. Ja, wie du. Können wir wie du willst. Haben wir noch genug Spiele für die PlayStation 1.
Ja, sowieso. Was man noch nicht präsentiert, war ja nur der NES, Nintendo, da gibt es noch Atari, da gibt es so viel, was wir euch noch zeigen können. Ja, super. Schreibt dann wieder in die Kommentare. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich war's, euer Milzi von MML Production. Und ich, Redox. Redox. Von Redox. Patrick von Redox. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen und schaut euch auch mal die zweite Staffel an und die erste Staffel von Retox. Ja, Retro Retox. Oder schalt einfach ein bisschen in die Videos zu. Oder schalt auch beim MML Production, die haben auch gute Content. Genau, wir machen auch viele Sachen. Im Moment habe ich jetzt Dark Souls gespielt und wir machen auch eigene Serie und Folge und Star Trek. In der nächsten Folge bist du auch dabei. Okay. Ich muss noch Drehbuch schreiben. Okay. Gut. Voilà. Immer schön nostalgisch bleiben. Ja, immer retro denken. Immer retro denken, ja. Früher war alles besser. Ja, so ist das leider. Okay, salut.